Auf dem Dividendenhai YouTube-Kanal. Heute schauen wir uns einmal das Unternehmen Cellink an. Das ist ein Unternehmen aus Schweden und der Name ist hier Programm. Und zwar geht es einmal um Zellen, Cell, und einmal um Tinte, Ink. Worum geht es denn genau? Hier sehen wir schon, dass Cellink praktisch im Bereich 3D-Drucker tätig ist, allerdings im medizinischen Bereich. Und zwar geht es hierbei um Druckern, die praktisch Zellen drucken sollen oder zumindest menschliches Gewebe. Dabei ist Cellink eines der innovativsten Unternehmen und diesem Unternehmen ist es schon möglich, diverse Biotinten für den Druck anzubieten. Also im Grunde genommen ist dieses Unternehmen ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, aber eine Wette für die Zukunft, denn marktreif ist das Ganze noch nicht. Die Drucker werden zwar schon massiv verkauft, teilweise auch profitabel, dennoch ist es im Moment eher Gegenstand der Forschung als wirklich nutzbar. Das wird hier nur ein kurzes Video zu Cellink, denn eigentlich möchte ich euch nur mitteilen, dass ich eine ganz, ganz kleine Mini-Position davon in mein Portfolio geholt habe. Heißt, wir werden uns einmal das Unternehmen hier auf der Webseite ansehen und springen dann direkt ins Scoring-Modell rein und werden uns gar nicht die finanziellen Daten genauer ansehen. Denn das soll wirklich nur ein kleines Update sein zu meinem Depot und ich will euch zeigen, wie spannend dieses Unternehmen eigentlich ist. Denn das Unternehmen schüttet logischerweise keine Dividende aus, dennoch ist dieses Unternehmen wirklich sehr spannend. Schauen wir uns doch erstmal an, was Cellink denn genau ist. Cellink ist in 55 Ländern vertreten, hat 200 Unternehmen und ist in 1000 Laboren vertreten. Dabei muss man wissen, dass Cellink 2016 gegründet wurde, also das Unternehmen ist noch wirklich sehr, sehr jung. Wie man sehen kann, ist das Unternehmen im Bereich von Bioprinting zuständig, sowie der Analyse. Und dann natürlich noch im Handling und im Bioprocessing, was natürlich auch Sinn macht. Um in diese zwei Sektoren reinzukommen, hat Cellink in den letzten Jahren auch zwei deutsche Unternehmen übernommen und hat sich somit einen Platz im Markt gesichert. Dann möchte ich euch noch einmal gerne sagen, wer die Kunden sind. Und diese sehen wir hier schon aufploppen. Im Grunde genommen sind die größten Kunden die Unis wie Harvard, Stanford oder auch die Uni Dublin. Und dann gibt es die Kooperation mit den großen Firmen. Die werden oftmals zusammen mit den Unis zusammengeführt. Zum Beispiel die Uni Dublin hat eine Kooperation mit Johnson & Johnson für ein Forschungslabor, in dem dann diese Bioprinter genutzt werden. Andere Kunden, die eigentlich jeder Investor kennt, sind unter anderem Novo Nordisk, GSK, Roche, Bayer, Novartis und auch AstraZeneca. Dann kommt noch die US Army dazu. Da merken wir, was da überhaupt für Kunden mit dabei sind. Die Aktie habe ich durch einen guten Kumpel, den Dividendendoktor von Instagram gefunden. Und deswegen möchte ich ihn hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, denn ohne ihn wäre ich auf dieses Unternehmen nicht aufmerksam geworden. Nachdem ihr jetzt einen Überblick über das Unternehmen Cellink habt, werden wir jetzt einmal in das Scoring-Modell wechseln und dann schauen wir uns das Unternehmen da mal genauer an. Nun, dann kommen wir einmal zum Scoring-Modell. Wir werden hier in der ersten Kategorie der Kennzahlen noch keine allzu guten Zahlen sehen. Die gute Zahlen kommen dann erst bei der Firma und der Branche. Das KGV lässt sich momentan nicht berechnen, da das letzte Geschäftsjahr nicht profitabel war. Dafür haben wir ein sehr hohes Umsatzwachstum. Gewinnwachstum lässt sich ähnlich wie das KGV nicht berechnen. Da es keine Gewinne gibt, gibt es keine Gewinnkontinuität, Dividendenrendite gibt es keine, somit auch keine Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote ebenfalls nicht vorhanden. Das Unternehmen ist verschuldet, das EBITDA ist negativ, daher auch
keine Angabe dieser Quote. Vergleich zum historischen KGV lässt sich somit auch nicht ziehen. Kaufchance dennoch gegeben, auch wenn das Unternehmen im letzten Monat schon eine deutliche Rallye hingelegt hat, sehe ich die Chancen für die Zukunft immer noch als gewaltig an. Und warum? Das sehen wir uns im Bereich Firma und Branche näher an. Das Unternehmen ist meiner Meinung nach disruptiv. Das sehen wir unter anderem im Bereich des Preispunkts, denn der CEO von CELLINK behauptet gerne und offensiv in den Medien, dass sie Bioprinter auch für unter oder ab 10.000 Dollar anbieten können. Das ist was, was die Konkurrenz bislang nicht geschafft hat. Und somit sehen wir, dass CELLINK es schaffen kann, seine eigenen Technologien breit auf den Markt anzubieten und sich dadurch eine Technologieführerschaft holen kann, aber auch eine Preisführerschaft. Und das könnte zu sehr viel Wachstum in der Zukunft führen. Wir haben einen Burggraben, der sehr, sehr groß ist. Der kommt durch die namhaften Kunden und durch die Bioinks. Denn es gibt nicht viele Firmen, die Bioinks und auch die Bioprinter bauen können. Also das ist ein massiver Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Das Unternehmen ist gründergeführt, es ist auf Wachstum aufgebaut und sehr, sehr spannend. Daher in meinen Augen 3 von 3 Punkte. Das Produkt ist super und sehr, sehr innovativ. Daher hier auch 3 von 3 Punkte. Und die Wahrnehmung ist wirklich prima. Das hat man vorhin auch gesehen, als wir runtergescrollt haben. Das Produkt hat massiv Preise gewonnen für das beste Startup, für den besten 3D-Printer. All mögliche Preise wurden damit gewonnen. Daher 2 von 2 Punkten. Damit kommen wir auf 29 von 51 möglichen Punkten. Wenn wir hierbei noch die Sachen rausrechnen, die das Unternehmen nicht hat erreichen können, wie eine Ausschüttungsquote und eine Dividendenerhöhung, dann hat das Unternehmen noch mehr Punkte praktisch erhalten. So haben wir ungefähr einen Score von 60 Punkten, was in meinem Augen noch kein Investment Case wäre, wenn es sich nicht um ein Wachstumsunternehmen handelt. Da es sich hier um ein Wachstumsunternehmen handelt, mache ich hier an dieser Stelle mal eine Ausnahme. Aber das Unternehmen ist auch wirklich nur sehr, sehr klein gewichtet. Ich habe mir 8 Aktien davon ins Portfolio gelegt und plane aber, das in Zukunft auszubauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne den Like-Button drücken oder auch den Abo-Button. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mir ebenfalls auf Instagram folgen oder meinem Blog mal besuchen. Die entsprechenden Links dafür findet ihr in der Beschreibung.